Freizeit. Weil ich zeige euch mal, wie man die Antriebe regeneriert vom Trabant 601. Neue Variante mit Tripode. Gleitstein, naja, könnte ich auch nochmal machen, aber kommt dann eher wahrscheinlich später. Als Ausgangsantrieb haben wir die linke Seite, so wie man so wahrscheinlich denn ausbaut. Also Gummis, ja, sieht man jetzt vielleicht nicht so, aber die Gummis sind eigentlich fertig, denn alles voller Dreck, alles voller Fett. Vorne angejammelt, ja, dass das einfach wieder schön aussieht und auch wieder vernünftig funktioniert, weil das ist hier stramm wie Sau. Mache ich das einfach nicht immer neu. Was braucht er dafür? Also natürlich erstmal einen Antrieb, den ihr machen könnt, denn fangen wir mal den kleinsten Teil an. Braucht er hier Sprengringe, da komme ich auch nochmal zu. Habe ich ein bisschen was abgeändert zum Original, sage ich mal. Und dann brauchst du dreimal den Nadelröhrensatz, damit du dann im Endeffekt oder mit ihr den kompletten Tripodenstein immer machen könnt. Ist ja nicht mal so schwer, aber dauert ein bisschen, also nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, weil es ein bisschen fummelig ist mit den kleinen Nadelröhren da, aber ist jetzt auch nicht weiter schlimm. An sich ist da auch eine Spalte-Ding zu machen. Wie gesagt, ein bisschen Zeit sollte man mitbringen. Und ja, also auseinandernehmen ist sowieso immer einfacher als zusammenbauen. Obwohl, wie gesagt, hier jetzt nicht so viel dran ist. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also ich mach das immer so, ich guck mir das vorher an und dann gehe ich von hinten nach vorne. Könnt ihr von vorne nach hinten gehen oder wie ihr immer wollt. Erstmal würde ich dann, wie gesagt, hier das Spannband abmachen. Nehmt euch einen Schraubenzieher, geht dahinter, biegt das ein bisschen auf. Nehmt euch die Zange, sieht man das hier? So, nehmt euch die Zange, wackelt da ein bisschen und dann zieht das eigentlich nur noch raus. Ja, dann kommt er. So, jetzt haben wir ihn offen. Ziehen wir ihn mal rum, machen ihn auf. Und dann haben wir den, das erste Spannband schon mal ab. Können wir den schon mal ein bisschen nach hinten ziehen. Damit wir dann hier vorne den ganzen Trick erstmal abmachen können, dann nehmen wir hier oben erst den Tripodenstern ab und dann ziehen wir das alles miteinander runter. Zusammengebaut wird dann in umgekehrter Reihenfolge, zeigt dann einfach ganz normal. So, okay, für ein ganz schön verschmandetes Ding. So, den groben Dreck ab. Dann werden wir gleich noch Spaß haben, wenn wir dann die Sprengringe noch freilegen müssen. Ja. Am besten ihr kratzt euch das dann ein bisschen frei hier vorne. Ein bisschen blöd jetzt zu zeigen, weil ich jetzt mit zwei Pfoten hier arbeiten muss. Am besten ihr spannt euch das dann ein bisschen in den Schraubstock ein. Mal rüberschwenken hier. Macht es sie einfacher. Dann machen wir weiter, kratzt mal das, wie gesagt, hier oben erstmal ein bisschen frei. Ein bisschen mit dem Schraubenzieher oder so. Haben wir oben schon die ersten Springen. Wie gesagt, das ist jetzt die Pisse, die ich dennoch ein bisschen abändern werde. Und zwar haben wir dann hier, wie gesagt, die Springen. Also ich habe jetzt hier die Sprengringzange. Aber das Problem bei den Antrieben ist, dass die Sprengringe drauf haben, die keine Nase haben. Und dadurch kommst du mit der Sprengringzange nicht so nice ran. Du musst so ein bisschen tricksen. Also noch einfacher geht das einfach, wenn die sowieso neu gemacht werden, nehmt euch einen Schraubenzieher, hebelt da immer unter und dann kommt da von alleine hoch. Hier, das ist die Variante, die ich meine. Fokus hier. Ihr habt da hier, wie gesagt, habt da keine Nase für die Sprengringzange. Und dann ist einfach nur so ein bisschen angeschrägt. Also theoretisch könntest du hinten hinkommen mit der Sprengringzange, aber das rutscht immer wieder rüber. Deswegen will ich da die Sprengringe tauschen. Machen wir erstmal weiter. Wie gesagt, wir haben jetzt den Sprengring runter hier. Die werden natürlich dann auch gewechselt im Endeffekt. Auch nicht weit dabei. Wie gesagt, die machen sie ein bisschen blöd beim Abziehen. Aber jetzt nehmen wir einfach. Ziehen wir jetzt mal doch schon an, weil das ist jetzt wirklich ein bisschen zu schmandig hier vorne. Nehmen wir einfach dann den Tripodenstern ab, fassen wir hier an und ziehen ihn runter. So, jetzt haben wir hier den Tripodenstern. Wie wechselt ihr die Nadeln? Ganz einfach, ihr nehmt hier vorne das Röhrchen und dann nehmt euch noch ein Tuch, damit er mehr Kraft hat. Und dann dreht er das einfach nur runter. Also das ist einfach nur hochgeschoben von den Nadeln, da drauf gehalten. So, jetzt zieht er runter, habt ihr hier. Und fallen euch die Nadeln eigentlich schon entgegen. Ihr müsst dann auch aufpassen, dass ihr oben auch die Plastikkappen drauf habt, damit da kein Dreck oder so was drin kommt. So. Packen wir erstmal zur Seite, also die habe ich jetzt schon gemacht. Immer neu. Ich fehle nur noch die Plastikkappen, die ich aufmachen muss. Und dann ist jetzt soweit alles fertig wieder. Haben wir den runter. Nehmen wir noch den anderen Springring runter. Da diese Springringe hier nicht haben und man unterhebeln könnte, beziehungsweise richtig anfassen könnte, hat man da ein paar Probleme. So haben wir den auch ab. Ja, theoretisch, also könntet auch ein bisschen sanfter machen, aber die fliehen sowieso nicht. Also warum soll ich da mit Vaterhand schon ranieren? Das machen wir dann alles sauber. Wie gesagt, jetzt nehmen wir uns den Antriebs hier rüber. Nehmen wir hier noch den Ring ab. So. Packen den hin, die können wir auch wieder verwenden, die Ringe, aber wie gesagt, die Jungs, die machen mal nur die Fliehflärmmüll. Haben wir die Seite fertig. Nehmen wir hier rüber, machen den ein bisschen sauber, so dass man auch besser sieht. So, ich habe den jetzt hier ein bisschen sauber gemacht. Das wird dann im Endeffekt hier in der Mitte, das wird dann alles noch blank gemacht. Also am besten, wir machen das dann mit der Flex und der Topbürste, so wie ich das immer bisher gemacht habe bei vielen Dingen. Könnt ihr doch anders machen mit der Drahtbürste oder so, aber werdet ihr den Rind hier runterkriegen. Wie gesagt, mit der Flex und der Topbürste ist das einwandfrei. Am besten jetzt nicht so weit über der Verzahnung rüber hin, da will ich einfach nur mit der Drahtbürste immer rüberwischen. Oder rüberschrubben, besser gesagt, und dann ist das auch gut. Kümmern wir uns mal um die andere Seite. Auch nicht allzu schwer. Da haben wir auch wieder, wie gesagt, unser Spannband hier. Machen wir mal wieder auf. Machen wir den hier rüber und dann kriegen wir es schon auf. Wieder runter mit dem Schraubenzieher. So, dann haben wir den auch auf.
ziehe den rüber. Also theoretisch, wenn man sie damit ein bisschen auseinandersetzt, dann kriegt man das auch hin, wenn man das noch nie vorher gemacht hat. Ist ja wie gesagt einfache Technik. Eigentlich das Prinzip, hier mal aufmachen. Gucken, man sieht das hier auch einigermaßen. Und fremdlich, weil das hier auch alles kurz zugewichst ist mit irgendwelchem Dreck. So. Gleiches Prinzip wie drüben. Ein bisschen anlockern hier, kommt da direkt raus. Theoretisch könnt ihr das auch so machen. Könnt euch einfach ein Cuttermesser nehmen und könnt ihr den damit durchschneiden. Weil der Jumi, der wird sowieso weggeschmissen. Mach ich jetzt glaube ich auch. Hammer runter. Wie gesagt, warum soll ich da sanft vorhin, sag ich mal, wenn man das sowieso nicht macht. Also bei den Teilen jetzt klar. Wenn man da jetzt nicht mit der Flex ranhin oder so hat, das wäre auch idiotisch, aber so hier. Ja. Machen das auch ein bisschen sauber. Jetzt haben wir hier die Besonderheit bei dem Gelenk vorne. Damit man dann da doch ein bisschen Gewalt anwenden, also nur ein bisschen. Zeige euch gleich wie. Und zwar sitzt da nämlich, wie gesagt, hier vorne noch der kleine Sprengring drauf. Und da müssen wir dann einfach nur ein bisschen raufhauen. Wenn man aufmachen möchte, dann nimmt man einfach hier oben die Kugeln raus, dann kannst du das rausziehen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe hier nämlich, kann ich kurz rein, ich habe das alles neu hier. Machen wir das hier. Wie gesagt, am besten spannt euch das jetzt einen Schraubstock ein. Spannt ihr das hier ein bisschen schräg ein. Ich habe jetzt ein bisschen zu klein dafür, muss ich ein bisschen anders machen mit dem Schraubstock. Ein bisschen tiefer. Und dann nehmt ihr euch einfach einen Meißel und einen Hammer und dann gebt ihr da nicht zu starke Schläge, aber sanfte Schläge ruft. Dann springt nämlich der Link rüber über den kleinen Sprengring und dann könnt ihr das einfach abziehen. Mach ich jetzt mal fix. Macht euch, wie gesagt, gerade. Nehmt euch hier, nehmt jetzt so einen Meißel hier und einen Heinrich Hammer. Also ihr sollt jetzt nicht irgendwie auf die Kugeln raufhauen oder so, sondern ihr habt in der Mitte die Fassade und ihr kloppt nicht hier oben irgendwo rauf, sondern ihr kloppt auf den Teil hier drin rauf. Also nicht direkt auf die Verzahnung, geht ja nicht, aber hier auf die beiden Teile. Am besten ihr trefft zwei so eine Teile und dann sanfter Hammerschläge und dann rutscht ihr irgendwie runter. Oh! Kann man damit eben ruck? Haben wir das Gelenk? Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch aufheben soll. Also werdet mal zum späteren Zeitpunkt ein bisschen sauber machen. Dann werde ich ein bisschen auseinandernehmen und dann mal gucken. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt erstmal alles neu und dann geht das schon. Machen wir so ein bisschen sauber hier. Habt da wie gesagt hier vorne den kleinen Sprengring drauf. Nehmt euch dann hoch einen Schraubenzieher oder so. Und dann kriegt ihr den hoch raus. Mal hier hoch runter. Haben wir alle da. Bei den Sprengringen muss ich dann nochmal gucken. Also ich habe jetzt überlegt, ob man die Sprengringe, ob man die tauscht gegen eine neuere Variante von den Sprengringen, dass du hier vorne noch zwei Nasen dran hast, damit du dann vernünftig mit der Zange der Ding hochmachen kannst. Muss ich mal gucken. Ich habe jetzt welche geholt gehabt, aber die sind leider ein bisschen zu groß, weil ich da ein bisschen blind war. Aber ja, gucke ich die Tage nochmal und dann dürfte das auch funktionieren. So, jetzt haben wir hier soweit alles ab. Jetzt haben wir auch nur noch den Antrieb an sich, also nur die Stange. Spanne ich mir jetzt ein, mache die blank mit der Flex. Die Verzahnung mache ich mit der Flex nicht, da hänge ich mit der Drahtbürste so ein bisschen durch. Dann wird die grundiert, lackiert und dann ist sie wieder fertig für den Zusammenbau. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen so erklärt, dass man das nachmachen kann. Ich hoffe, man hat auch alle die sehen. Werde ich dann sehen, welche zusammenschneide, dann beende ich jetzt erstmal hier das Video. Mache das soweit fertig und dann sehen wir uns im zweiten Teil, wenn ich die wieder zusammenbaue. Und zeige nochmal kurz, ich habe die jetzt hier so blank gemacht, in der Mitte wieder. Lackieren tue ich, so muss ich gucken, werde sie wahrscheinlich nur bis hier lackieren, bis sozusagen denn die Manschette anfängt, weil könnte ja sein, dass ich dann das Fett sozusagen da unter die Farbe setze oder alles, dann bröckelt das ab und dann hast du die ganzen Lackreste da drin. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, werde ich euch dann nochmal zeigen, wenn ich dann den zweiten Teil mache.